Ladeziel, eine Pfeife in Hand. Die bestehen aus Metall, genauer genommen aus Zinn und Blei und funktionieren wie eine Blockflöte. Im Gegensatz zur Blockflöte haben wir hier kein Mundstück, sondern den Pfeifenfuß. Die stehen so auf der Lade. Dann kommt ein Loch und dann kommt der Körper. Der Ton entsteht genau hier an dem Loch. Da haben wir nämlich innen drin eine Metallplatte, die man nicht sieht, die quasi die Pfeife bis nach vorne verschließt. Da ist dann nur noch ein ganz, ganz kleiner Spalt. Den sieht man so wahrscheinlich nicht. Das muss ich mal einblenden. Und an diesem Spalt wird die Luft so geleitet, dass sie hier oben direkt auf die Kante trifft. Dadurch wird sie gespalten. Ein Teil geht vorne weg und ein anderer Teil geht nach innen. Und der innerhalb der Pfeife ist, der schwingt. Und dadurch entsteht der Ton.